Hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Schön, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt, mal bei uns vorbeizuschauen. Heute nehmen wir euch mit in ein Gründerzeithaus. Bleibt auf jeden Fall mal eingeschaltet und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in ein Gründerzeithaus von 1900. Ja, und viele werden sagen, ein Wohnhaus, ja, was gibt's da Tolles zu sehen? Ja, und genau das ist der Punkt. Wohnhäuser können tatsächlich sehr interessant sein. Denn geht es doch im Urbex nicht unbedingt immer darum, was Tolles zu sehen, sondern es geht doch auch einfach auch darum, sich auch mal ein bisschen in die Zeit zurückzuversetzen, wie die Leute denn damals den Alltag genossen haben und nicht nur arbeiten waren, denn klar sind Industriegebäude immer interessant und auch Krankenhäuser und so weiter und so fort. Da gibt es ja die tollsten Sachen und auch wir waren da schon. Aber gerade auch ein Wohnhaus beschreibt doch den Alltag der Menschen vor 20, 30, 40 Jahren, mit welchen Umständen sie tagtäglich zurechtkommen mussten. Und gerade hier im Osten war es ja auch ein bisschen schwerer durch DDR und so weiter und so fort. Das hier gezeigte Gebäude ist ein vieretagiger Bau von 1900 in Ecklage mit Laden, geschlossener Bebauung und Etzglas im Flurbereich bzw. im Treppenhaus. Der Zustand war recht gut für die örtlichen Gegebenheiten, denn die meisten Häuser in dieser Gegend sind zum Glück saniert, aber als sie es noch nicht waren, hatte man immer das Problem mit Obdachlosen in diesen Gebäuden, die dann da drinnen hausierten, da drinnen auch Feuer machten, und so kam es auch dazu, denn dass das eine oder andere Gebäude dann auch in Brand geriet. Hier hatte man glücklicherweise über viele Jahre dafür gesorgt, dass die Gebäude ordentlich verschlossen bleiben. Und an diesem Tag hatten wir mal Glück in Anführungszeichen und konnten mal reingehen und mal gucken, wie es drinnen aussieht. Und ja, es war verblüffend, denn wir hätten es uns nicht besser vorstellen können. Zwar lag das eine oder andere rum, aber der Zustand war nach wie vor gut. Die Öfen waren alle noch da, auch wenn sie fast alle zerschlagen waren, um halt eben zu verhindern, dass man dort Feuer macht. Ein Feuer ist ja immer der größte Feind solcher Gebäude, da ja die Decken aus Holz sind, die Treppenhäuser komplett aus Holz sind und natürlich auch der Dachstuhl aus Holz ist. Das Gebäude steht vermutlich seit Anfang der 90er Jahre leer. Grund ist natürlich, wie überall in Leipzig und auch im Osten, man hatte seitens der DDR nie Geld investiert, hier solche Häuser erstens zu sanieren oder instand zu halten. Und so kam es dazu, dass viele Leute halt ihren Antrag stellten auf eine neue Wohnung in einem ach so umworbenen Plattenbau. Plattenbauten waren zu der Zeit sehr gefragt. Und so musste man tatsächlich einen Antrag stellen, um überhaupt an so eine Wohnung zu kommen. Viele Jahre mussten manche Leute warten und manche Leute haben auch nie eine Bewilligung bekommen. Wer keine Kontakte hatte, blieb also meistens auf der Strecke. Und waren Plattenbauten zu der Zeit halt besonders gefragt, vor allem wegen den Badezimmern. Denn, wie ihr sehen könnt, ist in so einer Wohnung meist ein langer Flur, ein Wohnzimmer, eine Waschküche, wo es nichts weiter als ein Waschbecken gab und halt einen Ofen und eine Stube sowie 1, 2, 3, 4 oder noch mehr Kinderzimmer. Duschen gab es zu dieser Zeit nicht. Wenn man Glück hatte, hatte man im Keller eine Wanne stehen, die man dann hochgeholt hatte und dann hatte man da drinnen dann gebadet. Die ältere Generation wird sich daran erinnern, ich kenne das zum Glück nicht mehr. Die Toilette musste man sich mit ein, zwei Nachbarn auf der Etage teilen. Das war halt nicht so toll. Ja, und im Plattenbau war das halt nicht so. Eigenes Badezimmer und man musste das bloß mit seinen Leuten aus der Wohnung teilen. Das ist schon ein richtig toller Unterschied. Ne? Ja, das Dach war sehr löchrig, wie ihr sehen könnt, und dort regnet es immer wieder rein. Eine Sanierung ist nach wie vor offen. Das Gebäude ist nach wie vor unsaniert und wartet dringlichst auf die Sanierung. Je länger man hier wartet, desto schlimmer ist und wird der Zustand.
Wir hoffen, dass es bald losgeht. Und verabschieden uns mit diesem Video von euch und zeigen euch jetzt noch ein paar Bilder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr Bock habt, dann bleibt auf jeden Fall dran und schaut mal auf unseren Kanal, denn da warten noch viele, viele, viele weitere Videos auf euch. Ja, bis dahin und ciao.